Mitten in der Baden-Badener Innenstadt liegt das Vinzentiushaus. Hier aus der Luft betrachtet. Sie wissen es bestimmt schon. Die Bewohner und die Mitarbeiter des Vinzentiushauses stehen vor dem Aufbruch in eine neue Zeit. Davon und von dem guten Geist im Vinzentiushaus berichtet diese kleine Reportage. Da ist auch schon der Herr Eichner. Hallo Herr Eichner, grüße Hallo, Sie. Kollege. Herr Eichner, spüren Sie und die Bewohner und Ihre Mitarbeiter denn schon ein bisschen Wehmut, wenn Sie an den Umzug in die Cité denken? Ja, das auf jeden Fall. Aber es verstreicht ja Gott sei Dank noch etwas Zeit und wir haben noch Zeit, uns emotional darauf einzustellen. Aber wir sind neugierig auf das neue Haus und voller positiver Erwartungen. Was wird sich denn mit dem Umzug verändern? Ich denke, an dem guten Geist, den wir haben, den wollen wir mitnehmen. Aber organisatorisch und räumlich wird es einige Neuerungen geben. Was sind denn die künftigen Zielsetzungen und Inhalte für das neue Vinzentiushaus? Ich sage immer gern, die Architektur prägt den Menschen. Hier haben wir Stationen. Im Neubau werden wir Wohnungen haben. Wohnungen für jeweils 12 Bewohner. Dort wird für die Bewohner und vor den Bewohnern Haushalt geführt. Es werden die Mahlzeiten zubereitet, es wird die Wäsche versorgt. Und die Bewohner können dabei sein, können mithelfen, müssen aber nicht mithelfen. Ehrenamtliche können sich auch so viel wie irgend möglich einbringen, ob eine Biografie verfilmen, Zeitung vorlesen oder jemanden zur Ausflugsfahrt einladen. Alles ist möglich, da sind wir ganz offen. Ein kleines Paradies ist es hier bestimmt. Gerade jetzt in der wärmeren Jahreszeit, wo sich diese kleinen Hasen über ihr Dasein freuen und auch vielen Bewohnern viel Freude machen. Doch das Angebot des Vinzentiushauses ist für die agilen Bewohnerinnen und Bewohner sehr vielfältig. Und ein Tag wird schon sehr kurzweilig, wenn man alle Angebote nutzen möchte. Wie wäre es denn mal mit einer gesunden Gymnastik mit einem Schwungtuch oder einem Spielchen im Gesellschaftsraum? Und wenn das Wetter es zulässt, gibt es doch nichts Geselligeres als ein Grillfest hier draußen im schönen Garten. Aber auch eine Besinnung zum Leben und die Fragen an den lieben Gott finden in der kleinen Kapelle des Hauses den richtigen Ort. Vielleicht mit einem gemeinsamen Rosenkranz beten mit anderen Bewohnern und Gästen des Hauses. Und für alle Leckermäuler ist der Kuchenverkauf in der Cafeteria der richtige Ort. Besonders beruhigend wirkt das herzliche und hochqualifizierte Personal des Vinzentiushauses, bei dem es nicht überrascht, dass es für die beste Pflegebenotung Note 1,0 bei der wichtigen MDK-Prüfung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Baden-Württemberg steht. Und diese Vorzüge werden auch zur aktiven Integration in das neue Quartier Cité gehören. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nun kommen wir zur letzten Station unserer gemeinsamen Reportage. Ich freue mich auf ein kurzes Interview mit Pflegedienstleiterin Annemarie Schorp. Annemarie Schorp, wenn Sie in die Zukunft blicken, auf das neue Vinzentiushaus in der Cité, auf was sind Sie am meisten gespannt und auf was freuen Sie sich am meisten? Ich freue mich am meisten auf unser neues großes Projekt, was wir hier planen. Immer die Pläne, ja. Auf das Zusammenleben in der Wohngruppe, wo die Mitarbeiter zusammen mit den Bewohnern den Alltag gestalten. Sie putzen, waschen, kochen zusammen und organisieren alles, was zum Leben gehört. Dann freue ich mich auf viele ehrenamtliche Menschen, die zu uns kommen und die neuen Veranstaltungsräume nutzen, zum Beispiel zum Theaterspielen, für Musikveranstaltungen oder für ein Skatturnier. Das war unsere kleine Reportage aus dem Vinzentiuspflegeheim in Baden-Baden. Wenn für Sie Fragen offen geblieben sein sollten, dann melden Sie sich doch einfach. Georg Eichner und Annemarie Schorp freuen sich auf Ihren Anruf, Ihren Brief oder Ihre E-Mail. Tschüss und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.